Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Eigentlich bin ich Reporter, aber jetzt will ich Star im Partyschlager werden. Ich bin richtig geiles Leid. Ich bin Strammer Max. Ich fühle mich echt, als ob ich jetzt zum Schafott muss. Die Leute brauchen keine Informationen, die brauchen Bier. Wie tickt die Branche und was werde ich erleben? Alles beginnt in einer Kneipe. Wir wollen einen Partyschlager-Hit schreiben und haben keine Ahnung davon. Deswegen holen wir Jakob mit ins Boot. Er ist zumindest Musiker. Also es geht natürlich alles über Obszönitäten. Genau. Aussehen. Nee, aussehen. Es geht nicht. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ah, ja. Oh, stimmt, ja. Am Ballermann geboren. Ja, das ist geil, das ist nicht zu überbieten. Also, so einscheißen und saufen und so, das ist ja alles okay. Aber vielleicht sollten wir nicht in so eine Puff-Richtung gehen. Was reimt sich denn auf Arenal? Saal? Aber am Strand von Arenal. Elmex oder Aronal? Egal, ah ja, genau, scheißegal, so ist es. Sangria, ja. Bier, Schnaps, Eimer, Ballermann. Currywurst. Ja, Currywurstbrunnen oder so. Jakob hat ein kleines Studio und hier will er mich auf Malle trimmen. Größtes Problem, ich kann überhaupt nicht singen. Aber die Texte sind überschaubar. Der Currywurst von Mallorca, Jens. Mit einer Gesangsstunde versuchen wir Abhilfe zu schaffen. Bier, Bier, Bier! Ja, ja, wichtig ist, dass es aus dem Bauch kommt. Du musst dir den Bierbauch richtig vorstellen. Das ist deine Säule, deine Stütze, gesanglich. Und dann haben wir den Durchbruch. Ich glaube, wir kommen in Teufels Küche damit, Alter. Scheiß auf Deutschland. Scheiß auf Deutschland. Arbeit. Ja, das ist Scheiß auf täglich 9 to 5. Oh! Ich bin geiles Live. Der Song heißt Richtig geiles Live. Damit holen wir alle ab. Scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles, scheiß auf täglich 9 to 5. Ich will saufen, ich will feiern, ich will richtig geiles Live. Ich komm am Montag ins Büro. Überstunden sowieso. Wenn du das, also wenn der Chef und die Frau saß, noch spricht, noch dümmer, weil was sagt er? Gib mal Gas jetzt, mach mal schnell! Ja, also, dass der Chef sozusagen, also nur mal ausprobieren, dass der Chef so eine andere Stimme hat als du so. Und am Abend dann nach Haus. Frauchen rastet richtig aus. Sieh mal aus jetzt, mach mal schnell jetzt. Alles klar, Chef. Oh, oh. Gefeuert und geschieden. Gestrandet an der Bar. Scheiß auf dieses Hundeleben. Hier auf Malle ist alles klar. Ich geb zu, Autotune ist auch am Start. Ich will jetzt nicht die Boxen immer anmachen, aber... Ja, das ist doch voll geil. Ich hätte doch gerne... Und dann geht es in die Details, von denen niemand ahnt, dass es sie gibt. Du singst... Aber es ist... Also schreib mal einmal auf. Und das ist ja ein anderer Laut. Und dann kommt... Also... Völlig klar, wir sind übermütig. So stellen wir uns einen Partyschlager-Hit vor. Alles klar. Richtig geiles Live! Vielen Dank. Hau rein, Alter. Der Song steht. Jetzt müssen wir Richtig geiles Live irgendwie vor Publikum testen. Auf der Suche nach Support stoße ich auf Killer Michel. Er ist seit einigen Jahren im Geschäft und weiß, wie man die Malle-Crowd zum Grölen bringt. Sind wir asozial, auswärts sind wir hart. Auswärts sind wir asozial, denn wir saufen schon
Da schiebt man sich durch. Hi Michel, servus. Hallo Max, freut mich. Warst du schon immer so ein Anheizer-Typ, der so alle mitreißen konnte? Ja, also so, wie gesagt, ich war immer schon der, bei uns im Fußballverein, oh, Bimmel. Ja. Der Ansporner, der Anheizer auch in der Kabine. Von daher fällt mir das nicht sonderlich schwer, aber die Aufregung ist da. Ja. Ganz früher, also am Anfang, kommt man da raus und muss ja irgendwas tun. Ja, also ladi-ladio oder die Leute animieren, also ganz schön schwer. Aber alle Künstler machen das im Prinzip so, dass sie ein sehr, sehr gut gebautes Intro haben. Das heißt, du stehst unter der Bühne, seitlich von der Bühne. Dann läuft los, jetzt hier, la la la, um Mitternacht, der Killer Michel ist da. Und dann läuft das Lied los, das jeder kennt. Aha. Und dann hat man die Masse schon. Ja, okay, aber hab ich eigentlich ein Problem, weil ich habe, also mich kennt keine Sau. Ich habe kein Geige gebautes Intro und mein Song kann auch nicht losfahren. Du musst dir heute Abend was überlegen. Aber hast du einen Tipp für mich? Was kann ich denn? Also ich gehe auf die Bühne und was mache ich dann? Mache ich dann Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi. Perfekt. Hammer. Ja, es ist je einfacher gestrickt. Also wenn du da hochgehst und den Leuten irgendwas erzählen möchtest, bist du nach 30 Sekunden tot. Zwei, drei hat man immer, den du gefällst oder der schon so besoffen ist, dass er es toll findet. Kommuniziere mit den Leuten. Also, dass du die noch da sind oder da, hier, hallo, super, super. Und ich habe Angst, dass meine Stimme nicht durchhält. Aber ich lerne, es geht um ganz andere Dinge. Ich sehe mich als Entertainer, gebe ich offen zu. Ich bin nicht der große, gecastete Sänger. Ich mache das aus Spaß. Ich möchte die Leute unterhalten. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben. Die hätten keinen Spaß, wenn ich live singe. Verklag mich doch. Da scheiß ich drauf und 10 Uhr morgens wieder blau. Gib mir ein Bier, ich werd zum Tier. Ich bin besoffen auf dem Tisch, das Turnier. Scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles, scheiß auf täglich 9-to-5. Ich kann die Songs auch mittlerweile nicht mehr hören. Die Leute sind jetzt auf dieser Schlagerparty und jetzt kommen wir mit unseren Schrottsongs. Die sind gezwungen, sich das anzuhören. Niemand da. Es ist so krass leer, Alter. Moin. Drinnen wartet DJ Jürgen Broster auf mich, ein alter Hase im Geschäft. Er legt auch häufig im Megapark auf Mallorca auf. Hier ist erwachsene Haus. Normalerweise geht es immer um Geld. Der Killer Michel bekommt heute 1200 Euro für eine halbe Stunde. Stars wie Mickey Krause oder Mia Julia verdienen pro Auftritt zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Und ich? Ich bekomme nichts. Ich muss mich richtig zusammenreißen, Alter. Deswegen bin ich gerade besaufen jetzt. Klappt natürlich super. Aber ich muss zugeben, die Stimmung ist besser als auf jedem anderen Konzert, das ich in letzter Zeit so besucht habe. Alle drehen am Rad. Es ist soweit. Zicke-Zacke! Oi, oi, oi! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Okay, dann geht's los. Seid ihr alle blau? Ja! Ja! Man kann sagen, die Leute gehen mit. Scheiß auf täglich 9-to-5. Ich will saufen. Aber eins ist auch klar, das Publikum ist eine sensible Truppe. Das läuft hier nicht von selbst. Hier muss ich kämpfen. Gefeuert und geschieden, gestrandet an der Bar. Scheiß auf dieses Hundeleben, ab nach Malle, alles klar. Scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles, scheiß auf. Und für alle Fälle noch mal kurz die Basics. Hey Leute, also Zicke-Zacke! Hey, also seid ihr alle blau? Ja! Yeah. Yeah, geil! Hinterher gibt es sogar ein paar Selfies. Keine Ahnung warum.
Aber es lief ja auch gar nicht so schlecht. Wobei, meine Freunde waren die, die am härtesten abgegangen sind. Ich stehe völlig unter Adrenalin. Das war auf jeden Fall eine extrem krasse Erfahrung. Ich kann nicht anders als sagen, dass es klar mega Fun gemacht hat, aber ich fühle mich jetzt auch ein bisschen dreckig. Also ich habe da gestern halt auch mit ein paar Leuten gesprochen. Der eine meinte irgendwie, ja, Dienstag fahre ich nach Mallorca, ey, 3 Tage Bierkönig. Und ja, meine Fotze hat gesagt, hat keinen Bock drauf, aber ich mach den hier, ne? Also feiern, geil, da auf der Bühne stehen, abgefeiert werden, total nice, aber ja, sowas ist schwierig. Persönlicher Höhepunkt des Abends, auf jeden Fall der Typ, der ein Selfie mit mir machen wollte und dann kurz vorher noch sich in sein Glas übergeben hat. Der kotzt schon. Premium. Der Killer Michel feiert den Gig in der Kiezalm und empfiehlt uns, bei seinen Produzenten vorbeizuschauen. Und das sind wahre Größen in der Branche. In Neuwied in Rheinland-Pfalz hat Matthias Diestel sein Studio. Er ist besser bekannt unter seinem Bühnennamen Icke Hüftgold. Früher war er mal auf der Polizeischule und hat ein Kindermusical komponiert. Moin! Moin! Max, freut mich. Ja, Matthias, hi! Hi! Sein größter Hit? Dicke Titten Kartoffelsalat. Ich habe damals diese Musik wirklich verabscheut, aber du lernst ja auch über Musik auch Menschen kennen. Und über Menschen transportieren sich ja dann auch wieder Emotionen und die legst du dann wieder in die Musik mit rein. Dann siehst du, dass die Leute Spaß haben an dem, was du machst. Und dann lernst du dich selbst mit dem, was du machst, irgendwann auch ein Stück weit lieben. Mallorca ist nichts, für was man sich schämen muss. Mallorca ist Mainstream. Das war vor 5, 6 Jahren anders. Wir diktieren auch die Schlagercharts. Jetzt, wo es zum Opening geht, wo jetzt Mallorca wieder beginnt, wirst du in den Top 10 Schlagercharts kaum noch Schlagersänger finden, sondern Partyschlagersänger. Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir die viel authentischere Musik machen, auch von den Texten her. Es ist nun mal so, die Leute wollen feiern, dabei wird getrunken und ab und zu kommt es auch mal zum Geschlechtsakt. Wir beschreiben das direkt, nämlich so wie es ist. Und der Schlager schreibt dann 17 Jahre blondes Haar. So standen sie vor mir, 17 Jahre blondes Haar. Da wird, ich sag's jetzt besser. Nee, das. Ja, also hör dir die alten Schlager an, es ging immer nur um die Fickerei. Nein, heißt ja, wenn man flüstert so wie du, kannst du ruhig in die Augen schauen. Und der Partyschlager musste kommen, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Einige der erfolgreichsten Partyschlager-Acts produzieren hier ihre Songs, zum Beispiel der Honk oder Lorenz Büffel. Jetzt ist der stramme Max dran. Der härteste Recall, den ich mir vorstellen kann. Das ist auf jeden Fall zielführend schlecht gesungen, so wie wir halt singen am Ballermann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Herr Kollege. Es sind zu viele Elemente. Ein Ballermann-Song lebt, glaube ich, davon, dass er einfacher strukturiert ist. Oh, wieder eine andere Melodie, dann fährst du wieder runter, dann geht's wieder hoch. Die Leute brauchen keine Information, die brauchen Bier. Kaltes Bier und einfache, stumpfe Texte. Das wäre also die größte Kritik, die ich an allen drei Songs habe, ist natürlich, dass ich dir das nicht so richtig abkaufe. Das Hauptproblem ist, dass du halt nicht aus dieser Szene kommst und dass du deswegen zu viel mit dem Kopf da dran gehst. Ich bin doch ein Mann. Und ich werde doch nicht von meiner Frau mit Postbote betrogen. Damit identifiziert sich einfach kein Mann, der am Ballermann steht, weil... Oh, warum nicht? Die Männer sind die an Ballermann fahren, um ihre Frauen zu betrügen. Die Message muss einfach ganz klar sein. Ich bin ein geiler Mann, ich gehe auf die Insel und fick dir alle Frauen weg. Mama Lauda. Okay. Ich gebe dir den Rat, in der Versicherungsbranche ist noch Platz. Die Bahn sucht Leute. Die Bahn sucht zum Beispiel nette Schaffner. Also du siehst für mich keine Zukunft im Partyschlager? Nein. Aber stopp, beginnen so nicht alle großen Geschichten? Ich beschließe ab jetzt alles mitzunehmen, was kommt. Auch ein Spargelfest in Berlin. Scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles, scheiß auf.
Inzwischen habe ich 3 Songs und keiner hat gesagt, dass dadurch die Kulturlandschaft bereichert wird. Aber vielleicht haben die Menschen ein bisschen Spaß und sei es auf meine Kosten. Ich brauche ein Bier, ich werde zum Tier. Ich bin besoffen und bin endlich wieder hier. Gib mir ein Bier, ich werde zum Tier. Ich bin besoffen auf dem Tischtennis-Turnier. Noch nie war ein Künstler so eng verwoben mit seinen Texten. Insgesamt kann man sagen, eine große Blamage. Der Job war ja eigentlich überschaubar. Ich bin ab jetzt der Typ, der sogar das Spargelfest vermasselt. Spargelgeist. Aber mit Niederlagen stehe ich nicht alleine da. Kaum jemand bekommt die Karrieren mit, die nie begannen. So wie bei Töffi, dem singenden Schornsteinfeger. Aber jetzt auch mit. Wie viel Geld hast du insgesamt ausgegeben für deine Karriere als Töffi? Schwer zu sagen. 20.000, 25.000. Dann hast du ein Layout für dein CD-Cover gebraucht, das hast du bezahlt. Dann hast du die Promo-CDs bezahlt. Dann hast du im besten Fall zum Song noch ein T-Shirt machen lassen und ein paar Aufkleber. Ich hatte eine Kappe mir gemacht, noch ein paar T-Shirts, Karten, noch eine Promo-CD von was anderem. Ich glaube, das hier war 2011, da war ich 24. Aber war das dein Traum? Schon, sonst hätte ich es nicht versucht. Genau. Wann war der Punkt erreicht, an dem du gesagt hast, so, ich mache jetzt hier einen harten Cut, das war's mit Töffi? Ich glaube, man muss sich irgendwann selber eingestehen, dass es ja auch nicht leichter wird. Man ist präsent, aber du kommst nicht weiter. Und irgendwann musst du dir eingestehen, du wirst auch nie weiterkommen. Zumindest nicht unter den Voraussetzungen. Da musst du überlegen, was kannst du ändern? Willst du noch mal viel Geld investieren? Auch vielleicht mit dem Hintergedanken, es geht sowieso nicht weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, und tschüss. So weit bin ich noch nicht. Wir haben zwar keine 25.000 Euro, aber irgendwie muss es ja nach vorne gehen. Wir erstellen uns eine offizielle Mailadresse. management@strammermax.rocks. Eine Facebook-Seite mit nicen Fotos vom Auftritt in der Kiezalm und kaufen ein paar hundert Likes dazu. Kreieren einen Instagram-Channel und shoppen uns 250 Follower. Sauber! Und richtig geiles Live veröffentlichen wir einfach selbst. Im Handumdrehen sind wir auf allen bekannten Streaming-Plattformen vertreten. Richtig geiles Live von Strammer Max startet jetzt. Richtig geiles Live. Und das Musikvideo drehen wir an einem Vormittag auf dem Kiez. Richtig geiles Live, Video abgedreht. Jetzt heißt es wieder Klinken putzen. Es geht zu Extreme Sound nach Köln. Hallo, ich bin Max Engel. Das Label samt Tonstudio gibt's seit 20 Jahren. Die Geschäftsführer Mike Röttgens und Hartmut Wessling haben Partyschlagerstars wie Micky Krause und Markus Becker produziert. Und mehrere große Hits gelandet. So wie Schatzi schenkt mir ein Foto. Wann warst du denn das letzte Mal auf Mallorca? Ich kriege viele Demos von Leuten, die, glaube ich, noch nie da waren und immer sich denken, ja, 1, 2, 3, wir tanzen auf dem Tisch bis morgen früh um 8, bis die Sonne wieder lacht. Ist doch super. Nee, das ist blöd. Du musst irgendwas machen, was doch anders ist. Dieses Genre ist in meinen Augen das demokratischste der Welt, weil ein Lied läuft und nach einer Minute weißt du, ob das funktioniert oder nicht. Entweder die Leute machen mit oder die stehen da und gucken dich blöd an. Ja, dann gehen wir mal runter. Das war meine erste Firma, wo ich irgendwie Geld brauchte. Mhm. Jetzt wird's ernst. Scheiß auf alles, scheiß auf täglich 9 to 5. Ich will saufen, ich will feiern, ich will ich würde mal sagen, oh, da gibt's viel. Also die Produktion und die Stilistik sind unterirdisch, kann man so nicht machen. Von Anfang an mehr Vollgas. Viel zu viel Textinformationen. Ist wirklich zu intellektuell. Das unterschätzen auch viele, die halt denken, es ist primitiv und einfach. Aber das Schwierigste ist tatsächlich das Einfache. Unterirdische Produktion. Auch da wieder ein bisschen zu intellektuell, zu viel wirklich so richtiges Storytelling. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie hast du deine Frau genannt in der Strophe? Frauchen. Dann kommt der Frauchen. Ja. Dann muss das natürlich die Olle sein. Also wenn du es ganz ehrlich haben willst, ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil du doch zu sehr
Du bist so sehr der Typ, der jetzt hier vor der Kamera steht. Du bist nicht der Typ, der eigentlich wirklich, wirklich, wirklich der Ballermann-Star werden will. Wieder das gleiche Feedback. Schatzi, schick mir ein Foto. Unsere Musik ist irgendwie nicht passend für den Partyschlager. Schenk mir ein Foto von dir. Zumindest nicht in der obersten Liga. Aber ich will auf der Bühne stehen. Es muss doch einen Platz für unsere Musik geben. Wir fahren jetzt nach Brake. Das liegt an der Unterweser. Und ich habe ja so ein bisschen Akquise betrieben in den vergangenen Wochen. Und hat so alle möglichen Volksfeste, Schützenfeste, Stadtfeste und so weiter angeschrieben. Und die Leute in Brake, die haben mir geantwortet und haben relativ unbürokratisch mir gesagt, dass ich vorbeikommen kann und heute Abend einen 15-Minuten-Slot habe, um auf dem Stadtfest Brake zu spielen. Die haben mich halt auf der Website auch angekündigt als möglichen neuen Mallorca-Superstar. Geht doch. Hier ist sie jetzt, Station 1 meiner Ochsentour. Der Killer Michel hat gesagt, jede Feuerwehrfeier, jede Dorfparty, jedes Stadtfest mitnehmen. Niedersachsen, wo es am schönsten ist. Die Bühne teile ich mir heute unter anderem mit Lukas Kepser. Der war mal Kandidat bei DSDS. Eine Garderobe habe ich nicht, aber Micky Krause hat zu Anfang auch am Strand geschlafen. Hi, heute Abend, 21:45, dreh dich vorne auf an der Bühne. Die beiden habe ich überzeugt. Nicht verpassen, 21:45, 21:45 auch genannt. Vorne an der Bühne. Ich zähle auf euch. Erste Reihe. Der Stramme Max, vorne auf der Bühne. 21:45. Bist du da? Ja. Ja, bist du da, ne? 21:45 Uhr. Guck mal, ich mach noch ein Autogramm drauf. Alles klar. Bitteschön. Danke. Bis dann. Okay. Tschüss. Headliner sind die Wild Boys. Sie spielen vor und nach mir. Meine Aufregung vor dem Auftritt ersticke ich wie immer in ein paar Bier. Aber ich fühle mich gut, als ich loslege. Zum ersten Mal bin ich richtig zufrieden mit meiner Leistung auf der Bühne. Es macht mir sogar Spaß. Allerdings ist das Publikum nicht so richtig angetan. Aber ein paar wenige Ultras habe ich. Und die tanzen sogar. Nur der richtige Ort für meine Musik scheint das Stadtfest Brake nicht zu sein. Immerhin hätte ich hier 350 Euro bekommen plus Übernachtung. Ein Schritt nach vorne. Dafür bahnt sich jetzt neuer Ärger an. Strammer Max, danke dir! Vielen Dank, Brake! Wir haben so ein klitzekleines Problem. Uns haben einige Leute gesagt, dass sich richtig geiles Live verdächtig doll nach FC Bayern Stern des Südens anhört. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Ich will saufen, ich will feiern, ich will richtig geiles Live. Und wir haben natürlich überhaupt keinen Bock auf ein Plagiat und auch überhaupt keine Kohle, um dann eine etwaige Schadensersatzforderung begleichen zu können. Und deswegen gehen wir jetzt auf Nummer sicher und lassen die beiden Songs mal von jemandem überprüfen, der Ahnung hat. Heiko Maus ist Musikwissenschaftler. Er untersucht Fälle, in denen es um mögliche Musikplagiate geht. Wenn ich das jetzt mal so für mich singe, FC Bayern, Stern des Südens und mein Kram dazu, Scheiß auf Arbeit, Scheiß auf alles, klingt für meine Ohren komplett identisch. Ja. Also wo ist da der Unterschied? Tatsächlich ist in den ersten beiden Takten überhaupt gar keinen Unterschied, oder bis zum fünften Ton. Und ich sag, dieser Anfang, der ist wirklich sehr banal und ein einfacher Rhythmus. Auch die Melodie selbst ist sehr einfach gestrickt. Also die Tonfolge ist nicht schutzwürdig. Es gibt also auch diese unbewusste Übernahme. Man hat das vielleicht irgendwann mal gehört und es geistert im Kopf herum, aber man denkt nicht dran. Und wir denken dann immer, wir haben die große Idee gehabt, dabei ist nur irgendwas aus dem Unterbewusstsein nach oben geschwappt. Und wie finden Sie unseren Song?
Ich, ja, ich finde, der ist sehr unterhaltsam, das kann man sagen. Der Song ist frei, damit bekommen wir keinen Stress. Aber das Booking läuft eher schlecht. Ich fahre zur Olé nach Würzburg. Auf dem eintägigen Schlagerfestival trete ich zwar nicht auf, werde aber trotzdem gebührend empfangen. Raus aus dem Bus, erstmal pissen natürlich. Und wohin? An nächstbesten Zaun. Warum geht's zu Olé? Weil wir uns heute richtig behindert saufen können. Viele wollen hier eine bestimmte Sängerin sehen. Mia Julia, aber die hat abgesagt. Warum findet ihr Mia Julia so toll? Weil die sich immer auszieht. Wir respektieren Frauen und deshalb stehen sie immer vor uns, damit wir auf den Arsch gucken können. Der Partyschlager ist immer nah am Sexismus. Aber die Intensität hier ist schon krass. Denkst du dir manchmal so, die Texte sind halt schon ein bisschen dumm oder so? Ja, weil die sind halt einfach, machen Spaß und viele sprechen aus dem Leben. Also ich habe einen Nachbar, der ist 4 Jahre alt, der läuft einen Tag über rum und singt dann Malle, du geile Sau. Und, wie gefällt's dir? Ja, schon ziemlich heiß hier, ne? Aber ein Haufen geile Puppen am Start hier. Da sind die richtigen Dixie-Ficker-Frauen. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe das gar nicht so schlimm. Entweder man hört hin oder man hört nicht hin. Punkt. Das gehört dazu. Wozu? Ja, zu Malle. Glaubst du, Partyschlager hat ein Sexismusproblem? Ist dein Ernst? Nein. Wieso? Sex ist doch geil. Malle ist geil, also ist doch alles geil. Nee, ich finde, Malle ist Sexismus. Ja. Aber findest du es gut? Naja, kann man sich drüber streiten, aber ich meine, ich denke, das ist das, was die Leute dran feiern. Von dem her wäre Malle, glaube ich, nicht mehr das, wenn es das nicht mehr gäbe. Sexismus, es gehört hier zum guten Ton. Und jeder, der was anderes sagt von außen und sagt, wir sind asozial oder sonst irgendwas, der hätte in seiner Jugend einfach mal so eine Party mitnehmen können. Ich glaube, die friedlichste und respektvollste Szene, die es überhaupt musikalisch gibt. Am besten jeder macht sich sein eigenes Bild. Glaubst du, Partyschlager hat ein Sexismusproblem? Soll ich dir die Fresse hauen? Mia Kapitän! Da kann man sich mal hin und wieder mal sexistisches Wort oder einen Satz fallen, aber mir ist das bisher noch nicht passiert. Und der eine ist so, in Köln sagt man, jeder hier ist anders. Die Schlager-Party-Szene hat auf jeden Fall Stress mit Sexismus. Glaubst du, die Leute reagieren immer über? Es gibt natürlich Menschen, die überreagieren. Also die machen ja wirklich aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist nun mal so. Ich glaube, das ist ein generell deutsches Problem. Micky Krause zum Beispiel, was der in seinen Texten für eine Scheiße singt. Und was dann auch so seine Zwischenreden immer sind hier. Wo sind die dicken Schenkel? Keine Ahnung. Man merkt, finde ich, auch, dass die Männer hier anders sind zu den Frauen. Als wenn man jetzt auf einem Techno-Festival oder so ist. Also dass Männer einfach angerannt kommen und dann nur... Also ich finde es nicht so cool. Aber man ist halt hier, wenn ich das jetzt meinen Freundinnen erzähle, bin ich halt die Party-Vermieserin, also keine Ahnung. Saufen, Gemeinschaft, mitsingen. Und Sexismus offenbar nicht so ernst nehmen. Find ich erstmal fragwürdig. Lässt mich alles etwas ratlos zurück. Ich treffe mich mit Marina Schwarz. Hallo. Sie promoviert zum Thema Schlager und Gender. Hi. Komm ruhig rein. Ah, vielen Dank. Gleichberechtigung scheint da überhaupt keine Rolle zu spielen. Ja, ich glaube einfach, dass dieses Genre in diesem Illusionsraum so eine Art einfaches Weltbild bietet. Also Männer sind dann wieder Männer, Frauen sind wieder Frauen. Extrem viel Alkohol, da wird dann der feministische Anspruch dann auch eher zurückgeschraubt. Und es ist ja auch oft so, dass Frauenfeindlichkeit so im Alltag verbreitet ist, dass Frauen das oftmals gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Dass da einfach kein Bewusstsein mehr da ist für Sachen, die einem im Alltag wahrscheinlich extrem aufregen würde, wenn jemand frauenfeindliche Sprüche bringen würde. Ich glaube, viele Leute sind auch einfach abgestumpft. Der Sexismus, der wird da nur rein interpretiert. Das ist ja alles nur Spaß. Siehst du das genauso? Ich sehe das nicht so, weil der Sexismus ist da. Es ist halt die Frage, wie wichtig das den Damen in der Situation ist. Ob die jetzt sagen, ich will einfach nur Spaß haben, hör darüber hinweg oder ich bin es halt gewohnt. Oder ob sie halt sagen, nee, ich finde das nicht in Ordnung. Drüber hinweg hören ist schwierig. Offensichtlich muss man mit sexistischen Inhalten klarkommen, wenn man Teil dieser Szene sein will. Wie soll das nur enden? Für den strammen Max geht's aber weiter.
Der Killer Michel hat nach Bulgarien eingeladen. Leute, ab nach Bulle, beste Leben. Bulgarien ist das ärmste Land der EU. Der Mindestlohn liegt hier bei 1,72 Euro pro Stunde. Der kleine Ort Goldstrand am gleichnamigen Küstenabschnitt wurde in den 50er Jahren für den Tourismus aus dem Boden gestampft. Mittlerweile gibt es hier über 70 Hotels und zahlreiche Clubs, vor allem für deutsche Partytouristen, die hier ihre Stars abfeiern wollen. Der Goldstrand wird auch Ballermann am Balkan genannt. Bulle ist das neue Malle. Was ist hier geiler als auf Mallorca? Warum entscheidet ihr in der Gruppe, wir fahren diesen Sommer an Goldstrand? Ja, wir fahren Goldstrand! Weil hier voll die Party abgeht und alle Leute so cool sind. Ich glaube, Malle ist auch cool, aber hier ist billiger. Weil die Leute hier viel, viel lockerer drauf sind. Entspannter, günstiger, geiler. Billig, natürlich. Aber einfach mal die Sau rauslassen. Hier kennt einen keiner, hier kann man mal richtig feiern gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen hemmungsloser, weniger Regeln. Was heißt denn Sau rauslassen für dich? Ja, das. Die Sau rauslassen, das wollen viele hier. Und zwar für den Schmalentaler. 10 Tage Partyurlaub gibt's schon für 280 Euro. Während auf Mallorca immer mehr Verbote eingeführt werden, können Touris am Goldstrand die ganze Nacht Sangria aus Eimern saufen und laut Musik hören. Was auffällt? Neben günstigem Suff wird auch viel Sex angeboten. Klar, dass da mehr reine Männergruppen unterwegs sind. Ja, wenn du dir Mädchen nach Bulgarien mitbringst, dann ist das so, wie wenn du dir dein eigenes Bier in die Kneipe mitbringst. Weiber, Frauen und Alkohol. Hast du das Gefühl, dass diese ganze Szene manchmal sehr maskulin geprägt ist? Ja, schon. Aber ist das ein Problem? Nee, finde ich jetzt nicht. Ich find's ganz geil. Geht. Kurzer Rollenwechsel. Vom Reporter wieder zum strammen Max und zurück. Ich bin jetzt in Bulle, direkt am Goldstrand und hinter mir die Ballermann 6 Bar. Und heute Abend, 22 Uhr, bin ich hier live auf der Bühne. Also, komm vorbei. Macht auch Hulla Hulla auf Dauer. Den Profis im Biss scheinen ihre Bühnenpersonas nichts anzuhaben. Was ist Rolle und was nicht? Wie viel vom Killer Michel bist du selbst? Inwiefern ist es eine Kunstfigur? Ich glaube, der Erfolg kommt daher, dass die Grenze fließend ist. Ich habe das verinnerlicht. Ich glaube, ich muss auch nichts umstellen. Wenn ich die Jungs hier treffe zum Feiern, dann setze ich mich dazu, trinke ein paar Bier mit. Muss man ja Bock drauf haben, ne? Ja, muss man. Man muss sich drauf einstellen. Das ist auch ein Stück weit halt der Job. Ich weiß, wenn ich hierher fliege, dann kann ich nicht sagen, boah, lass mich mal in Ruhe, aber komm heute Abend bitte zum Auftritt. Ja, du arbeitest mit deinen Leuten von morgens bis abends. Die Leute merken das, die haben ein feines Gespür dafür, wer echt ist und wer nur so tut. Ich fühle mich echt, als ob ich jetzt zum Schafott muss. Ich tue offensichtlich nur so. Es könnte weniger daran scheitern, dass ich irgendwie in der Lage bin, mir den Text zu merken, als an dieser Unlust, mich da jetzt zum Hampelmann zu machen. Bier trinken, Autogrammkarten verteilen. Boah. Gute Stimmung machen. Boah. Es wäre wirklich ein krasses Rätsel, wie Killer Michel etc., wie die das immer Woche für Woche machen können. Und dann halt auch mit so einer krassen Taktung, so 3 Auftritte an einem Tag. Das könnte ich einfach nicht. Naja, bringt ja nichts. Irgendwie muss ich mich jetzt in Stimmung bringen. Unser Newcomer Strammer Max ist auch schon da. Das bin ich! Immerhin habe ich ein paar Fans. Viele freuen sich jetzt schon auf den Höhepunkt des Abends. Den Bierplauzen-Contest. Schon doll. Bitte die Bühne frei machen.
jetzt kommt unser strammer Max Newcomer hier. Zicke, zacke, zicke, zacke! Prost, ihr Säcke! Irgendwie merke ich, es ist Zeit, den strammen Max sterben zu lassen. Ich muss erkennen, dass ich nicht dafür gemacht bin, in diesem Business zu bestehen. Es ist harte Arbeit, andauernd feixend, lachend und gröhlend über die Bühnen der Republik zu tingeln. Ich überlasse anderen das Feld. Strammer Max ist Geschichte. Aber etwas wird weiterleben. Icke Hüftgold wird richtig geiles Live neu produzieren. Für den Killer Michel. Das war unser Ausflug in den Partyschlager. Was meint ihr? Haben wir alles richtig gemacht? Schreibt uns einfach in die Kommentare und bis dahin macht ihr Daumen hoch, super, super, hey. Und guckt auf jeden Fall noch den Film und den hier.